Willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Nimm mal auf. So. Es ist soweit. Die Quest ist. Wie öffnen wir nochmal das Inventar, erstmal wieder auf die Steuerung Die Quest klarkommen. ist da, die Quest ist da. Wir haben die Quest der Feind meines Feindes. Sie ist da. So. Sie ist jetzt da. So, lesen wir uns durch. Da jetzt keine Funkstörungen in Relay-Türme mehr in Betrieb sind, konntest du endlich eine klare Funkübertragung herstellen. Ein russischer Beamter, der sich als Sergei Kuznetsov vorgestellt hat, hat dir mitgeteilt, dass die Sowjetunion und die NATO über die Situation in Schweden Bescheid wissen und dir seine Hilfe angeboten. Sie können dich mit einem Gerät ausstatten, das die mysteriöse Maschinensteuerung abschaltet. Die russische Marine wird es zusammen mit den benötigten Informationen für dich am Strand anliefern. Begib dich auf das alte Gut Alnestet westlich von Hagaboda an der Nordküste von Myrdalen im Marschland und hole das Gerät, um all dem ein Ende zu setzen. Klingt doch schon mal vielversprechend. Machbar. Das heißt, wir begeben uns jetzt, wo ist das Ganze? Hier? Da, wie ich ja schon wie vorher erklärt habe, hier fehlt halt das Boot. Und jetzt suchen wir erstmal ein Fahrrad. Ich wollte hin weg. Zum Fahrrad, richtig. Das ist übrigens schon wieder vergessen, mich mit anzumoderieren, oder? Ich bin Felix. Nee, du bist nicht Felix. Mach auf! So, hier ist Fahrrad. Fahrrad. Hey! Hä? Hey? Steht's doch! Ah ja, ist okay. Ich kann mit Pfeiltasten, ich kann immer noch nicht mit Pfeiltasten Fahrrad fahren. Ach, mit WASD geht's auch nicht. Ah doch, jetzt geht's. Bist du dumm? Gut. Um Fahrrad zu fahren, musst du absteigen und schieben. Das verlangsamt dein Lauftempo um 12%. Nice. Ja, wir müssen mal so einen Fantasy-Arm machen, so schwarze Auge mäßig. Ich hab schon übelst was vorbereitet. Okay. Falsch, richtig. Genau das wird dann auch Teil davon sein. Ja. Was? Ich war richtig, meinte ich. So. Ich meinte nur, das wird auch Teil davon sein. Du so, yep. Boah, ist jetzt kalt aus hier. Schon wieder. Ist ja ekelhaft. Ja, guck aus dem Fenster. Ist auch kalt. Nee, da ist nur dunkel. Ja, kalt. Nee, 25 Grad sind da. Kalt. Ja, man wird gerade richtig kalt. Ach, bah, damn. Damn. Ja, überholt. Drück mal E. Weiß man nicht, wo es hingeht, aber hey. Drück mal E. Nee. Arschloch. Tab. Oh. Wow, hast du gesehen? Stunt? Ich auch nicht E gedrückt hast. Achso, warte mal, ich drück mal gleich E. So, ich drücke jetzt E. Jetzt. Ja, ah, überholt! Schade. Bei Herrn Chowdern hätte das jetzt gegolten. Ey, letztes Mal, als wir das hier gespielt hatten, hatten wir noch Conan gespielt, weißt du noch? Privat. Hm. Hä? Uiuiui, lass mich hier rein! Das steht gerade richtig gut. Schön so halten, Fabian. Ja, ja, das macht er ganz gut. Ah, oh mein Gott! Der war übelst viele Ticks, die wir dann selber an Gegner, der nicht getroffen haben. Uiuiui, mach dich weg, du! Danke. Robofuss? Robofuss, mein Gott. Alter, der ist schon wieder ein Kleiner. So. Mich hat's gegen die Wand gepappt. Nein, Fabian, ich bin hier auf offener Flur, Mann. Ja, ich nicht, oder wie? Weiß ich nicht, du hast da vielleicht dieses Gebäude in deiner Nähe. Alter, hier komm nur, ich komm hier nicht zum Snipen, weil hier andauert irgendwie kleine Assassinen. Ja, nimm deine andere Waffe raus und erschießt alles. Ja, bin dabei, aber es ist ein bisschen complicated. Ah, hier kommt man nicht hoch.
Aber lol, man kann ja einfach hintergehen. Fabian, hilfst du mir mit dem vielleicht noch? Naja, ich hintergehe gerade nur alle. Also, hintergehen. Wie? Hat er kein Magazin? Also kein Raketenmagazin, oder? Also doch, keine. Das hat er ja komplett auf mich abgefeuert. Ach so, der hält die Akku jetzt nach dem Update auf dir. Noch mehr? Alter. Ich hatte schon 25 Ticks zerstört gerade. Ich hätte die ganzen restlichen Roboter. Ja, mehr. Wow! Oh, ich bin wieder tot. Ich weiß nicht, wie viel Spritzen ich hier habe. Ich auch. Und das ist ja noch einer. Ein großer? Nee, Roboter. Kleiner. Nee, die großen funktionieren. Also, okay, jetzt richtig viele kleine. Treffe ich den irgendwie nicht? Ich treffe den nicht. Aber er trifft mich halt auch nicht. Medikit. Ah, jetzt ist endlich mal sein. Jetzt ist sein Raketenwerfer ist ab. Ne, doch nicht. Ich glaube, ich habe das andere abgeschossen. Ja, ich habe das andere abgeworfen. Abgeschossen. Nehme ich auf? Ja. So, ich helfe jetzt mal mit. Alter, schon wieder ein kleiner. Ja, ich komme halt, wie gesagt, hier nicht wirklich zum Arbeiten. Irgendwie ich sieht das Zieldings jetzt. Das leuchtet so komisch grün, deswegen erkenne ich nichts mehr. Oh, ich habe getroffen. Und keine Waffen mehr, by the way. Jetzt auch zum Hilfe weg. Oder wie? Oh mein Gott! Was machst du? Wo rennst du hin? Der ist auf mich gerannt gerade. Der lebt halt immer noch, ne? Er lebt immer noch, Fabian. Ich ja, weiß, du machst ja nichts. Oh mein Gott! Oh, hab ich mich erschreckt! Siehste? Oh, ich bin wieder tot. Fabian, Alter. Ja, du machst ja nichts. Ich muss hier die ganze Arbeit machen. Also, er ist tot, würde ich nur mal sagen, ne? Ja, toll. Dafür sind dann noch ganz viele andere Roboter. Ja, du hast dir mal irgendwas gekümmert. Dich mal irgendwas gekümmert. Ich loot den jetzt. Ich loot den auch. Panzer brech. Vollmantel. Vollmantel. Hier für dich. Ich hab hier krasses Medi gehabt. Ablegen. Ablegen. Das geht Vollmantel hier Vollmantel. Rauf. Das geht auch darauf. Das ist alles Vollmantel. Okay. Alter, ich hab nur noch Vollmantel. Ja, ich hab nur noch Vollmantel. Oh lol, ich hab davon auch Medi. Dann nehme ich das hier. Wo hast du was jetzt wohin gelegt? Da. Direkt unter mir. So, dann bin ich jetzt voll. Dann rüsten wir das so. Dann gehen wir da jetzt mal hin. So aus. So. Gerüstet. Wie viele Adrenalinspritzen habe ich jetzt eigentlich noch? Immer noch 5. Ja, nice. Ich habe 10. Hä, warum hat man plötzlich so viele? Warum nicht? Warum nicht schon? Oh, da ist noch eine Restmaschine. Hochexplosiv, Alter. Wow! Ich habe Schaden genommen, weil die explodiert ist. Blöd. Ja, sag ich doch! Das hat mir vorher nie geglaubt. Das hätte ich mir noch nie passiert. Ja, mir andauernd, weil du die immer tötest, wenn die mich gerade anspringen. Warum sind die alle tot? Irgendjemand weil ich die alle erschossen habe. So. Komm, tu nicht vor. Ich gehe jetzt zum Boot hier. Hey, warte, wo denn? Welches Boot? Darf ich das vorher immer sehen? Hast du die Folge nicht geguckt? Ich war dabei, ich muss mir die nicht angucken. Ja, zu einem weiß ich halt. Ich kann nicht reden hier, so wir müssen Sachen aufheben. Ja. So, hier haben wir jetzt einen Barcode. Oh, wow. Und hier haben wir Notizen. Oh lol, verlassene Orte 1. So. Hinter dem Vorhang eine Möglichkeit, die Maschinen zu stoppen. Die von Sowjets bereitgestellte Schlüsselkarte sollte die äußere Bunkertür entriegeln, während von Ulmers persönliche Schlüsselkarte das FOA-53-Labor aufschließt. Die vorliegenden Informationen besagen, dass sich im Labor ein Supercomputer befindet, der irgendwie zur Kommunikation mit allen Maschinen dient. Das Gerät Aua. Kann jedoch einen EMP-Impuls abgeben, der stark genug ist, um ihn zu deaktivieren. Klingt nach einem Plan.
Hier liegt eine Waffe. Oh! Brauchst du ein Sturmgewehr AI 76 5 Sterne? Bin ins Wasser gefallen, nein. Ich hab mich nur umgedreht, scheinbar dreht sich der Charakter so, dass er dann ins Wasser fällt. Dann lege ich das. Dann legst du jetzt auf? Ab. Du musst irgendwie so das große Finale nennen oder irgendwie sowas, die Folge. Mit der Schildkarte auf dem Russen. Oder so, das ist auch ein guter Name. Okay, gehen wir ab zum Bunker. Wo ist er? Ich drück. Da, FOA-Lager, dann. Wo war, warte. Dahin reisen wir jetzt. Warte. Ich glaube, das ist auch Bunker Hermelin oder so. Warte, wo? In der Nähe des FOA-Lagers. Ach, das war das große, ne? Hm. Da unten, das ist FFO vor allem. Da, wo wir nicht weiterkamen, ne? Da, wo wir in die Tür nicht reinkommen, genau. Da können wir jetzt rein. Ich markiere. Boom. Und da drüber im Unterschlupf bin ich. Ich glaube, ich muss die Map mal aktualisieren, sonst werden deine Marker nicht übernommen, oder? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Ich finde die. Da bist du! Ah. Okay. Schnell rein. Was ist das? Achso, das kann ich ablegen. Das, mein Freund, ist gelber Tee, den ich jetzt trinke. Ah, Product Placement. Nicht. Ich wollte gerade sagen, Alter. So. Aber gleich beide. Hätten wir das auch geklärt? Wo ist der Ausgang? Ja. Hier? Ja. Das ist doch immer wie immer der Kommando-Dings da. Siehst du nee. Doch. Ja, warum sagst du denn ja? Ja, weil ich dachte, du weißt das. Das verarscht mich gerade. Weil ich gerade dachte, ich bin schneller als du und plötzlich teleportierst du dich 10 Meter vor mich. Ich glaube, hier lang ging das irgendwie. Sieht okay aus, weil wo Kisten sind. Sind ist ein Ausgang, ja. Ran. Ganz schnell ran. Ich hab einen Ring um meine Eier, der schnürt mich zu und das tut weh auf Weier. Ring. Ring um die Eier. Ring um die Eier. Mist, hier kam nicht ganz früh, was ich hier? Dachte. Nein, ich stecke fest. Okay, dann machen wir den Rest der Folge alleine. Da haben wir vielleicht eine Chance zu gewinnen. Aua. Was machen wir jetzt hier? Hier einmal rumbum gehen. Rumbum? Ist vielleicht dann auch den richtigen Ausgang? Oder besser Zaun, Alter. Ja. Kennt man. Alter, ich bin einfach direkt hinter dir. Ich kann mal mithalten. Was ist da passiert? Kannst du deine Perks zurückgesetzt wurden? Oder du hast mal ein Lauftempo geskillt. Kann natürlich auch sein. Also ich hab noch alles. Also ich habe aber einen Punkt übrig, sehe ich. Ich hab auch nur einen. Einen hab ich noch. Was skill ich denn eigentlich? Was ist das? Ausdauerregeneration. Was ist das? Run and Gun. Also minus Streuung. Ja, Ausdauer. Geschossschadenwiderstand, das klingt nice. Wie das skillt man das nochmal? Achso, ich habe gar keinen Punkt, ich brauche nur einen Punkt. Ups. Ich hatte einen. Ich nicht. Schuss! Hilfst du mir vielleicht mit denen? Ja, der rennt, dann nehme ich die da hinten. Alter, war auch noch einer. Was ist denn mit dem einen? Der stirbt irgendwie nicht. Schießt irgendwie viermal in seinen Kopf rein. Der lebt ja immer noch. Du musst ihn ja auch töten. Ja. Nö. Alle weg. Haben die irgendwas Cooles drin? Alle weg. Muni für dich. Oh, ich nicht. Muni für dich. Ist keine Muni für mich. Ich hab ja. Ein paar Medikits haben sie. So, Medikits. Dann können wir das jetzt aber. Das können wir hier entziehen. Und print den Muni. Wo hast du Muni gedroppt? Oh. Ja, ich hab noch nirgendwo Muni gedroppt. Ich hab noch im Inventar. Komm her, Junge. Okay, dann. Minium. Hier. Zack, ablegen. Hochexplosiver. Hoch. Nicht benutzen. Einfach so wie die Tablette geschluckt. Kapuff! Dann nehmen wir noch das da einmal. Oh, das Explosiver scheint wohl in der Pille drin zu sein. Keine Und wir sind ja schon gleich da. Das ist ja praktisch. Warte, praktisch ist das. Ja, 222 Schuss für meine. Der ist ein Beschädigter?
Ist nicht mehr. Dumm, Potter? Da ist auch Vollmantel für dich. Wenn wir es auch treffen würden. Was? Der lädt gar nicht nach! Was ist das denn für einer? Alter! 4 Schuss für eine Drohne? Willst du mich verarschen? Wo ist die? Komm her jetzt. Alter. Reloaden? Ja, na, die zum Glück auch kommen, Damage. Oh, bitte, 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 bitte! Easy. Hitzi, pitzi. Ey, guck mal, letztes Mal, als wir hier waren, war es nicht alles verschneit, oder? Es schneit halt ab und zu. Hast du gegen? Ja. Aber wir dann schnell hier lang. Oh, ich hab die Tür nicht zugekriegt, schade. Ich bin zu weit weggelaufen. Pump, zieh, 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 pump. Roboter direkt vor uns. Was wo? Oder der drin kann auch. Ne, über uns wahrscheinlich. Ne, da! Der hat garantiert so eine Keycard. Keycard. Okay. Der arbeitet uns irgendein Typ voll, dass er nicht weiß, ob er stolz sein soll auf uns. Betritt das FOA 53 Labor mit. Moment mal, gibt es hier so eine Art Endboss, der jetzt in der neuen Version mit den Leuten redet, so von wegen? Ich bin der Roboter, du zerstörst meine Roboter oder irgendwie sowas? Hade redan all kraft jag behövde. Men du överlevde. Och du förändrades. När du kom upp ur vattnet var du någon ny. Krass. Wenn er jetzt hier noch in den wirklichen Endboss kommt, wo geht's hier lang? Jungs, gut. Ich habe auf deiner Seite gerade gecheckt. Ja, das ist hier wirklich so ein Endboss. Alter, warte mal, ich will ja kurz runter gucken. Moment, halt, stopp. Es geht da nur ein bisschen tief runter. Ja. Da unten ist Wasser, also den Sturz will man überleben, aber ich glaube, das will man nicht. Nee, den Sturz überlebst du nicht. Da unten ist Wasser. Ja und? Aus der Höhe wird Wasser zu Beton? Na, außer du schießt vorher mit der Shotgun rein, dann machst du ja die Oberflächenspannung. Natürlich mache ich das. Nee, du bist dumm, du machst sowas nicht. Ja, deswegen erkläre ich dir gerade auch die physikalische Gegebenheit von Oberflächenspannung. Na, Oberflächenspannung ist nämlich, wenn ein Film oberflächlich richtig scheiße ist und dann richtig spannend wird. Jag har andra mål. Från början ville jag ha allt som fanns i närheten. Sex. Jag greppade allt jag kunde finna. Klämde på det. Testade det. Precis som ett barn. Strebe jetzt nach anderen Dingen. Aber ja, Moment, Moment, Moment. Ganz wichtig. Ey, das hier ist ein Teppich. Ja, Mann. Der rote Teppich für die... Hier. Achso. Hier. Full Mantel. Hello? Hello? Hier ist eine Bibliothek! Ja, so ein bisschen. Bibliothek, Alter! Lol, da ist ein Roboter gemalt worden. Hier ist der Kassette. Guck mal hinter dir! Guck mal hinter dir! Ja, weiß ich. Ah, meine Kassette, du Opfer. Hinter dem Vorhang. Eine Diskette aus dem Büro von Veronika mit den folgenden Protokolleinträgen. Willkürliche Anmerkung 147. Habe endlich mein Betriebssystem auf dem Grey zum Laufen gebracht. Ich glaube, ich sollte mich bei den Jungs von 56 dafür bedanken, dass sie mir geholfen haben, Holberg davon zu überzeugen, dass mein System dem alten DNIX überlegen ist. Ich bin nur sauer, dass es mal wieder ein männlicher Computeringenieur gebraucht hat, um den Obermacho davon zu überzeugen. Ich habe ihnen erzählt, dass FNIX für FOAs Unix-System steht. Kleine Unix-Werbung? Gibt's Unix wirklich? Ich dachte, ja, oder? Vielleicht sollte ich Ihnen sagen, wofür das F wirklich steht. Schau, wie's. Morgen findet der erste Test der neuralen Datenerhebung statt. Sehr aufregend. Okay. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns. Und was sollen wir jetzt machen? Achso, hier rüber gehen. Zu der Quest. Komm rüber, hier liegt noch mehr. Ja, erstmal umschauen. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Hier ist eine Brille. Ach nee, ist eine Gasmaske. Ingrid Kündigungsschreiben.
Ingrid Granqvist hatte anscheinend ein Kündigungsschreiben verfasst und sich dann entweder dagegen entschieden, es zu versenden, oder war nicht mehr dazu gekommen. Dr. Ingrid Granqvist, Doktorin der Neurologie, stellvertretende Direktorin, verantwortlich für das Experiment Design und Kontrolle. Ah, Götter. 7. November 1989 an die zuständige Abteilung. Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich von meiner Position hier beim FOA 53 zurücktrete. Die Entscheidung, die ich heute zu treffen gezwungen war, ist die letzte Konsequenz aus einer Reihe von Ergebnissen, die meinen Zweifel an dieser Sache ins Unerträgliche haben wachsen lassen. Die erste Phase der Menschenversuche an Dr. von Ulmer, gegen die ich mich, wie Sie wissen, deutlich ausgesprochen hatte, war zu Beginn erfolgreich und hat es uns ermöglicht, ein digitales Wörterbuch für elektrische und chemische neuronale Übertragung von Menschen zu erstellen. Seit dem ungeklärten Vorfall sind nun jedoch 17 Tage vergangen und seitdem haben wir guten Grund zu der Annahme, dass Dr. von Ulmer in einen vegetativen Zustand verfallen ist, ohne Hoffnung auf Genesung. Seine Vitalfunktionen waren bereits vor der Operation extrem schwach, was vermutlich mit seiner HIV-Erkrankung im Endstadium zusammenhängt. Der Typ hat sich so einen Mega-Roboter machen lassen? Bitte beachten Sie, dass dies reine Spekulation meinerseits ist. Ich glaube jedoch fest daran, dass das Einzige, was ihn momentan am Leben hält, die Herz-Lungen-Maschine ist. Heute habe ich die Entscheidung getroffen, die neurologische Forschung an diesen Patienten einzustellen. Die lebenserhaltenden Maßnahmen nicht mehr fortzuführen und jegliche Palliativpflege zu beenden. Dies wird morgen erfolgen, entgegen dem starken Widerstand des restlichen Teams, insbesondere von Dr. Patterson. Wie Sie wissen, sind Svante und ich seit über 30 Jahren sehr enge Freunde und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nach allem, was geschehen ist, sein Lebenswerk noch fortsetzen kann. Vielen Dank für die Möglichkeit, die diese Arbeit mir im Laufe der letzten 18 Jahre geboten hat. Dieses Team hat enormen Erfolg erzielt und ich bin zuversichtlich, dass die kommenden Generationen von unseren Entdeckungen stark profitieren werden. Mit freundlichen Grüßen, Ingrid Kwan-Quiz-Quas-Quas-Quasen. Geht auch noch länger. Ja, komm mal rüber. Okay. Zu mir. Hier, guck mal da unten. Wünsche dir viel Spaß. Svante von Ulmers letzter aufgenommener Eintrag. Bevor du vorliest, kannst du dich doch noch an diese U's erinnern, die wir immer geskippt haben, ne? Welche U's? Naja, diese Zivilabteilungen in den Bunkern, ne? Diese U aufgebaut. Achso, das da, ja. Rat mal, wo wir gerade sind und rat mal, wie viele Zettel hier noch sind. Ja. Lesen wir weiter. Achtung! Achtung! Nee, das war aber der letzte Missionsgegenstand, da kommt nicht viel mehr. Wo war denn das jetzt? Dann mach mal. Ja, mach hier. Mal. Das ist ein Audio-Dings, ich lese es aber trotzdem einfach mal nur vor. Also, mit angespannter Stimme. 20. Oktober 1989. Ingrid, ich hoffe, mit angespannter Stimme, Fabian. Alter, mit angespannter Stimme. Ich bin lauter mit angespannter Stimme. So, Ingrid, ich muss dir was sagen, Alter. Ich hoffe, du wirst dies finden. Wir beginnen. Ingrid, ich muss dir was sagen, Alter. Ich hoffe, du wirst dies finden. Wir beginnen gleich die Operation. Ich hoffe, dass du eines Tages verstehen wirst, warum dies die beste Vorgehensweise ist. Räuspert sich. Wir beide haben die Ethik immer an die erste Stelle gestellt, seit unserem allerersten Forschungsprojekt vor Ewigkeiten. So und selbst in diesem Job, in dem wir manchmal bestimmte Entscheidungen von außen akzeptieren mussten. Aber das hier ist etwas anderes und um ehrlich zu sein, kann mir dieses Verfahren nicht noch mehr Schaden zufügen. Du hast dir wahrscheinlich gedacht, dass meine Gründe teilweise auch selbstsüchtig waren. Ich wünschte, ich hätte die Kraft, dir die Wahrheit zu sagen. Du wirst in meinem Haus Antworten finden. Mühsames Atmen. Wie auch immer, wenn diese Lungenentzündung letzten Endes siegt, möchte ich, dass du dich daran erinnerst, warum du und ich dieses Forschungsprojekt überhaupt angenommen haben. Und ich möchte, dass du genau dies tust. Verstehen, wie das Gehirn arbeitet und Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen. Ingrid öffnet die Tür und betritt das Zimmer. Oh, da bist du ja. Dann können wir ja loslegen. Oh. Und Alter, guck mal die Tastaturen hier an. Ja, und? Hast du gesehen?
Das sind nicht mal englische, oder? Da müssen wir rein. Warte mal, dann nicht. Kommen Sie zurück hier. Ich mache die Handgestik und wink dich so zurück. Mehr ist sie doch nicht mehr. Doch, andere Seite komplett. Die Luki. Ist dunkel und da ist ein bisschen nichts drin. Ja, weiß ich ja nicht, aber wir müssen jetzt trotzdem mal rein, Luki. Das ist ein Klo, Toilette. Oder? Ejo. Nee, ein Klo. Aber das sieht aus wie so ein Kinosaal. Oh, achso, da ist eine Tür vor mir, deshalb. Oh, eine Tür. Wie komisch, dass die ganzen. Oh, noch ein Klo. Oh, hier ist ein Rucksack in der Wand. Cool, warte, wo? Oh ja. Lecker. Das sieht voll gruselig aus. Ja. Guck mal, das muss doch mega nervig sein. Komm mal zurück. Hier, du arbeitest hier. Immer. So, ja. Und du bleibst draußen stehen. Und da kann jeder reingucken. Hier so, oh, sie haben wieder Sex mit der Sekretärin. Ja, der Boss muss halt kontrollieren, ob du auch wirklich arbeitest. Hm. Und nicht irgendwie da LOL zockst. Er sitzt so hinter dem Rechter. Ah! War wieder full engaged. Also, weil das ist cool. Oh, sorry. Oh, hier ist ein Versammlungszimmer. Versammlung? Lol, Alter. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, ja, um mal die Achseln zu besprechen, Bros. Die Achseln, die stinken. Robert, deine Achseln stinken. Nein! So, ne. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, Alter. Ich werd super Boss, Alter. Ui, pssst. Det som är utom räckhåll. Är du en av de sakerna, tro? Krass. Er will mich? Oh, hier geht alles aus. Oh. Das sind ganz viele Leichen. Machen. Oh lol, ja. Verschaffe dir Zutritt zum Operationssaal. Und I. Oh, hier. Der Operationssaal. Hier. Der ist abgesperrt, da kommen wir nicht durch. Alter, hier den Computer, du Beppo. Achso. Hier ist abgesperrt. Und jetzt? Mach ich mal meine Taschen. Achso, jetzt kommen wir hier rein. Aber ich will erstmal hier nochmal gucken. Oh mein Gott, was ist das hier? Ist das ein Horrorspiel? Ja. Sind wir bei Outlast, Alter? Oh, hier waren garantiert voll die süßen Hasen drin. Die wurden alle gegessen. Na, Weihnachten oder so. Oder Ostern. Lecker Hase. Ja, ich wette, da waren Wildschweine drin. Oh, das ist auch cool. Hallo. Ihr Födelseplatz. Men han är inte här. Jag är inte här. Och nu borde du lämna den här platsen. Jag vet varför du kom hit. Jag vet vad det är du bär med dig. Das ist ja kein Supercomputer. Krass. Wow! Ich hab ihn kaputt gemacht. Okay. Ich war so gegengeschossen. Hier kann ich irgendwas benutzen. Ich sollte es hier hinlegen, glaube ich. Ja, ich hab's gemacht. Ich auch. Sjukdom. Guck mal, Fabian. Das Ding hier vor mir. Hm. Trotzdem müssen wir jetzt hier abhauen. Ah! Hier leuchtet sogar rot. Ja. Wir sprengen hier gerade irgendwas in die Luft. Ja, wir stellen auch noch ein Signal, oder? Nee, wir machen die Maschine da kaputt. Deswegen sind wir... geht's hier noch raus? Ja. Ja, einfach geradeaus weiter, es wackelt nur ein bisschen. Okay. Und die normales Erdbeben, hier geht's nicht raus. LOL! Das war's? Du hast immer Spring gedrückt, oder? Ich hab überhaupt nichts gedrückt. Okay, das war's. Oh, und wir sind gestorben, toll. Toll. Aber wir haben die Maschinen bekämpft. Wir sind ein heldenhaften Tod überhaupt nicht verstanden, was am Ende passiert ist. Ja, wir sind hingegangen und haben den Computer gesprengt. Ja, aber wer war denn jetzt der Typ, der Typ mit dem AIDS, der dazu zum Roboter wurde? Nee, also ob er zum Roboter wurde, nee, die haben Experimente an dem gemacht und dann sind wir... Ja, und wo kommen jetzt plötzlich die Roboter her?
Die haben sie gebaut, ja. Die haben die mit, die haben irgendwie menschliche Gehirne mit Maschinen verbunden und dadurch diese Roboter irgendwie da geschaffen. Und dieser Supercomputer, den wir gesprengt haben, hat eben mit allen kommuniziert und die sozusagen gesteuert. Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig, sondern hier, biologische Intelligenzen waren die ziemlich dumm. Dieser HIV-Typ, der war keine Maschine, der war der Supercomputer. Glaube ich. Ja, ist das, ja. Ja. Ja, aber warum sind die jetzt amok gelaufen? Weil er die gesteuert hat. Aber da sind Hirne drin. Was? Da sind normale Menschenhirne drin in den Robotern. Nee, in den Robotern nicht. Hä, hast du gerade erzählt? Nee. Doch. Ja. Ah, da. Ich hab gesagt, Armin Sabri Zeit. Grüße gehen raus. Ja. Was? Ich hab gerade was vorgelesen. Hier, Frieda Persson. Okay. Linus Sepine. Ah, oh, das ist ein Deutscher, Niklas Zimmermann, oder? Doch, Niklas. Ja. Ja. Okay, und hat dir das Spiel gefallen? Ja. Das Ende kam jetzt ein bisschen abrupt, möchte ich sagen. Nach Verzögerung. Nach Verzögerung kam es abrupt. Ja, es war ganz geil, also hat Spaß gemacht. Ja, ich fand das Spiel cool. Aber jetzt kommt ein groß. Nein, guckt das nicht, das ist zu kalt. Ja. Aber man hätte mehr aus dem Spiel machen können, finde ich. Ja. Man hätte zum Beispiel einfach mal ein bisschen Abwechslung reinmachen können. Zum Beispiel der Außerirdische, wenn das wirklich mal einfach nur ein Außerirdischer liegt, oder einfach nur ein abgeschnittener Finger von ihm oder so. Nee, nicht unbedingt das, sondern eher, dass die Nebenmissionen zum Beispiel nicht immer so sind, du hebst das auf und musst was anderes aufheben. Ja, meine ich ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Zum Beispiel, dass man einfach so eine Kleinigkeit reinbaut oder sowas. Naja, denn zum Beispiel irgendwie auch Kontakt mit anderen Menschen. Nicht immer so, dass du die Story durch Lesen von Dokumenten kriegst, sondern dass du mit solchen anderen Personen reden kannst und die dir teilweise erzählen, was passiert ist. Vielleicht gibt es das ja inzwischen, weil wir hatten ja plötzlich jemanden, damit du das redest. Nö, ich glaube nicht. Also wie ich das, wie es in Patch Notes war. Also nach dem Gespräch, mit was wir am Anfang mit ihm hatten, von wegen, ah, du hast dich weiterentwickelt und so, kam es mir so vor, als ob der uns sozusagen schon die ganze Zeit begleitet hätte. Als ob der die ganze Zeit von uns, mit uns gequatscht hätte, so nach dem Motto, wer bist du denn, Scheiße. Der hat uns ja indirekt damit begleitet, indem er uns von Anfang an mit den Maschinen gesehen hat. Ja, aber als ob er halt auch von Anfang an Kontakt mit mir hätte. Ah, hat er ja, mit den Maschinen. Nein, er hat mit uns keinen Kontakt gehabt. Doch, über die Maschinen. Nein, das war Kampfkontakt, das war keine verbale Konversation. Ja, das nicht. Das war kein wirklicher Kontakt, den man zueinander aufgenommen hat. Also, wir haben keinen Randale Kontakt zu ihm aufgenommen, er hat mit uns Kontakt aufgenommen. Ja, andersrum auch nicht. Nee, das doch, gilt nicht als Kontakt. Er wollte Kontakt uns umbringen. Das gilt halt auf die Fresse, das ist kein Kontaktaufnahme. Doch, das ist eine gewalttätige Kontaktaufnahme. Nein. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Ja. Aber hat er auch nicht gemacht. Doch. Indem er uns angeschossen hat. Er hat klar und deutlich damit gemeint, wir sollen hier weg. Und jetzt haben wir ihn weggemacht. Und damit auch uns. Ja. Also haben wir eigentlich beide gewonnen. Wir sind weg und er ist auch weg. Ja, ist wie so ein, unentschieden. Ja, wie so ein Kill auf der Top-Lane. Wenn beide sterben. Also der Garen tötet den Darius mit der Ulti und der stirbt dann in den Blutungen. Stimmt eigentlich sogar ziemlich gut, der Vergleich. Ja, ich dachte jetzt aber irgendwie, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich war jetzt ein bisschen voller Vorfreude, so, von wegen geile Endcard oder so. Ein Endboss wäre auch noch lustig gewesen, wenn der jetzt nicht nur in so einem Computer drin wäre, sondern irgendwie so einer großen Maschine zum Beispiel drin gewesen wäre. Ja, oder ja, einfach so ein großer Raum und der hat da ganz viele Maschinen, die irgendwie noch für ihn kämpfen, so nach dem Motto, so eine Leibgarde oder sowas. Und was ich cool fände... Aber das Ende war ziemlich langweilig. Zwar würde es irgendwie jetzt den Sinn eines Shooters nehmen, dass die Roboter teilweise nicht tötbar sind. Dass zum Beispiel die ganz großen, die Tanks, für uns nicht besiegbar sind. Das würde dann auch noch ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Ja, genau. Das, also dann ist es ein bisschen spannender, weil du kannst einfach nicht mehr so wie wir eben am Ende einfach durchrennen und alles umhauen, was da halt ist.
Dann muss er nicht aufpassen, vielleicht ein bisschen mehr sneaken, ein bisschen mehr drauf achten, allgemein wo die hingucken. Sneaken und so weiter, auf Stealth-Kills wären irgendwie auch cool gewesen oder sowas. Weiß nicht, wie man das macht, einem Roboter das Genick brechen oder so, keine Ahnung. Ein Kabel ziehen. Haha, ich hab dir das Kabel weggenommen. Ja, und die haben so einen Ausschalter auf der Rückseite. Na, so ein Power off. Das wäre sogar legit ziemlich lustig gewesen. Kommt dann dieser Windows-Runterfahr-Sound. Maxim Schwab heißt da einer. Schwab. Schwab, 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 schwab. Und warum gibt's Rauchgranaten? Also ich hätte gedacht, dass da irgendwie Gas. Noch gegnerische Menschen wären. Ja, sah einfach auch mega aus wie so eine Invasion vom Ausland oder so. Und was war plötzlich mit der NATO und den Russen? Ja, die haben sich jetzt irgendwie verbündet, um da in Schweden aufzuräumen. Ja, wer macht denn sowas? Die NATO und die Russen. Die Amerikaner und die Russen, als ob sie sich irgendwo mal verbünden würden. Ja, gegen Schweden halt, macht man das halt. Ja, gegen Schweden. Das war eher für Schweden. Für Schweden! Ja, für Schweden. Theoretisch war es ja die schwedische Armee, die sie damit weggemacht haben. Naja, nee, irgendwie nicht. Ja, aber irgendwie auch halt schon. Nee, irgendwie nicht. Aber halt auch schon. Weil ich meine, das war das Einzige, was ja noch in Schweden da war, deshalb ist es jetzt. Das Einzige, was auf unserer Insel da war. Ja, Schweden ist größer als die Insel, auf der wir bisher waren. Ja. Das kommt dann später noch dazu, dann kann man weiterspielen als andere Typen, die da mit dem Boot irgendwo stranden. Das DLC ist so das Hauptspiel, da kommt ein riesen Schweden einfach wieder dazu. Ganz Nordeuropa einfach. So 5€ DLC oder so. Und dass es mehr verschiedene Roboter geben sollte, das wäre auch cool. Ja, 3 sind echt wenig, wobei es gab 4. Ticks, nee, warte mal, es gab 5. Kleine, mittlere, große und dann noch ein anderer großer. Genau, 5 Stück gab es. Ja, die Drohnen. Also ich finde das echt cool, wenn man irgendwie so Widerstandsnester gefunden hätte oder so, die gerade in der Verteidigung gegen Roboter sind, da hilft man oder irgendwie sowas. Oder Leute eingesperrt im Bunker, die versuchen, sie überleben. Ja. Dann erschießt man sie und nimmt das Geld weg. Ja. Das hätte ich sowieso gemacht. Auch wenn die kein Geld haben, hätte ich sie ihnen trotzdem weggenommen. Ja. Ja. Völlig unerwartet wachst du nach deiner Explosion auf und stellst fest, dass du dich in sicherer Entfernung beim FOA 5 befindest. Du weißt nicht, wie du hergekommen bist und dass der Krieg gerade erst begonnen hat. Ah, Teil 2 Teaser. Was für Krieg? Teil 2 Teaser. Was für Krieg? Krieg? Krieg! Kommt da danach jetzt noch was? Und ich will jetzt nicht überspringen drücken. Wenn da gleich noch was kommen soll, aber irgendwie scheint es nicht so, als würde da gleich noch was kommen. Ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Ja, wir haben heute einfach mal so über SpongeBob geredet und einfach das Meme des Tages war einfach: Ich liebe sie. Wir haben den ganzen Arbeitstag bewegt, begleitet. Bewegt, es war so rührend. Ich liebe sie. Ich glaube, ich überspringe jetzt. Okay, was passiert bei dir? Warte mal, Eingabe, was ist denn Eingabe? Enter, ne? Ja. Oh, Alter, Fabian! Ja, krass! Ne, mach mal wirklich. Ich mach ich jetzt auch. Stehst du mich einfach neben Stufe 3 abgeschlossen. Stufe 3. Hinter dem Vorhang. Mehr lesen. Mehr lesen. Achso, nee. Hello? Ne, jetzt haben wir alles abgeschlossen. Ja. Hallo? Ist immer eine Kackdrohne. Moment, wo sind wir denn jetzt? Da ist die. Stimmt, so wie es da stand, wir sind jetzt hier im FO5 aufgewacht. Da neben dem... Okay, dann... Alter, draußen fährt meine Tür fährt übelst Polizei vorbei. Parkt die vor meinem Fenster? Nee, doch nicht. Du wirst verhaftet. Du hast die schwedische Armee angegriffen. Nein! Nein! Wir haben einen F8 Generation Zero wurde durchgespielt. Das ist ja vielleicht ein G0. G0. Denn was meine Adresse gerade gedroppt, wo wir den Zwischenfall haben. Ja, wo ist er denn? Die Taschenlampe! Geil! Ich kann es nicht aufnehmen. Inventar ist voll geil. Inventar ist voll geil. Okay, dann.
spring jetzt runter. Tu das. Na dann war's es eigentlich schon, oder? Geh mal da runter ins Loch, Fabian. Ja. Hast du dich erschreckt? Ja. Ich hab mich voll erschreckt. Ich hab im Augenwinkel die Fliegen sehen, deshalb. Oh, ja, ich hab die geworfen und hab mich erschreckt. Weil ich nicht gesehen hab, wo die gelandet ist. Okay, dann tschüss. Ja, dann tschüss. Ist das Projekt jetzt vorbei? Und dann, bis zur nächsten Folge kann man nicht sagen, dann einfach, ja, bis zum nächsten Projekt. Frostpunk, nee, läuft kalt. Bereit. Nein, ist geil, macht Spaß, guckt das euch an. Okay, dann guckt das an und guckt das dann wieder nicht an. Guckt es. Ja, dann tschüss, dann bis das. Zum anderen, bis zum anderen Video, wie auch immer. Ja, Widget. Tschüss. Tschüss.